Willkommen im Cyberspace-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Boah, leck mich am Arsch! Meine Scheiße nochmal! Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Schwarze Hölle! Ich sagte, dass ich euch nichts verrate! Ich habe gehofft, dass du das sagst. Hey! Sollen wir dich aufschlitzen? Ob du innen drin auch ein Schwein bist? Schwein ist. Was macht Batman hier? Wuhu! Das ist Abgang. Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja. Er sagte... Oh Mann. Wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Elvis! Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, Sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich Sie. So. Machen wir mal wieder den Detektivmodus an. Oh ne, er lost mich nicht. Ah, jetzt. Okay. Das. Ah, okay. Okay. Ernsthaft? Eine Botschaft an der Wand. Die Musik verändert sich. Ein ferngesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. Wow, das muss ich echt mal lernen. Wow. Okay, Leute, das ist nicht einfach. Weil du ist die Steuerung verkehrt. Ist das nicht Pinguin da an der Wand? Wohl so ein kleines Easter Egg. The show must go on! Das wird
würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs. Zeit für die Aufnahmeprüfung. Wuhu! Zeig mir sein Gesicht! Okay, wir müssen wieder Kontern lernen. Hat er das gesehen? Er hat 3 auf Ammo ausgeschaltet. Wie geil! Ihr geht auf keine Mühe. Es ist einfach. Ist ihr tot, seid ihr dabei. Das Ding hier zieh ich mitten durch dein Gesicht. Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Thank you.
Batsch, 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 batsch und drauf da, drauf da. Yo! Okay. Wir müssen die anders da ausschalten wie die ehemalige. Und jetzt? Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze? Haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, bei Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Wieder so Battle Ring. Oh Mann. Hey Leute, das ist echt schwer, das Ding zu werfen. Treffer! Oh, das hat zwar die Tür nicht aufgemacht, die ich erwartet habe, aber wir kommen weiter. Wow. Ah, so, okay. Das Gadget? Nein, das. Was hat das Teil hier auf sich? Das Teil verstehe ich nicht. Warum soll ich dort herumfummeln? Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Alles klar, alles klar. Schlaumeier hat's auch rausgefunden. Weiter geht's. Das ist eins von den Gadgets, wo sie es gar nicht gemäuscht rausgemacht haben. Ah, okay. Okay, wir sind jetzt da. Ah, alles klar. Nochmal kurz hier checken, ob es hier irgendwelche Rätsel von Riddler gibt. Hier ist nix. Jo, ganz schnell mal gucken. Ganz schnell gucken. So. Na, jetzt müssen wir doch später nicht mehr her. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Leute. Hingefroren in die Wand. Ugh.
Wow. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Wow. Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Eisberg-Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Aber jetzt der Finger ihn als Gegner, das wäre cool. Genieß dein Bulleneis. Bulleneis. Hier, drüben, bitte. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Bitte, hilf mir. Festhalten. Hier dürften Sie sicher sein. Den haben wir schon mal raus, Cole. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Okay. Also in dem Raum hier sind noch zwei. Ob man ins Wasser kann? Nö. Wow! Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Ja, und wie komme ich an die Strahlung? Hier, drüben! Haha, witzig. Das ist cool gemacht. Wie lasse ich wieder los? Ich bin hier, drüben! Das mit dem Fluss ist cool. Oh, so kalt. Euer Hand. Pinguin, die Waffe. Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Bitte! Ich... Ja, ja, ist ja gut. Komm her. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht.
Seid nicht allzu vorsichtig dabei.